Es war einmal ein kleiner, motivierter Verstand. Er hatte viele Freunde, einen festen Job und viele gute Ideen, um die Welt zu verändern. Um sich ein gutes Leben zu sichern, stand das Köpfchen früh auf, zog sich schick an, nahm den Kaffee mit und kam als erstes zur Arbeit. Im Laufe der Zeit wurde der Verstand so gut in seiner Routine, dass er automatisch aufstand, sich blind anzog, den Kaffee ohne Nachdenken nahm und arbeitete, ohne besonders aufpassen zu müssen. Doch dann wurde der Verstand so gut darin, dass er aufhörte zu lernen und als Folge davon gelangweilt, krank und verbittert wurde. Der kleine Verstand probierte alles aus: teure Kleidung, gutes Essen, Drogen, Therapie, Tauchen und Fallschirmspringen. Aber nichts funktionierte. Der kleine Verstand verlor immer weiter an Gewicht und Willenskraft, bis zu dem Tag, an dem er nicht aufstand, sich nicht schick machte, den Kaffee nicht holte und nicht zur Arbeit erschien. In diesem Moment beschloss er, dass sich die Dinge ändern mussten. Nicht auf einmal, denn das funktioniert nie, sondern in kleinen Schritten. Er begann damit, früher aufzustehen, nur 5 Minuten. Er begann, sich anders zu kleiden, aber nur ein bisschen. Er holte sich den Kaffee, aber nicht zum Mitnehmen. Und er begann, etwas weniger zu arbeiten. Mit jedem Tag, der verging, bekam der kleine Verstand ein bisschen mehr Zeit. Zeit, um neue Dinge auszuprobieren. Zeit, um mit Fremden zu sprechen. Zeit, um an einigen dieser verrückten Ideen zu arbeiten, die die Welt verändern sollten. Und mit jeder neuen Erfahrung wurde der Verstand stärker. Er etablierte eine neue Routine, fand neue Freunde und entwickelte eine neue Leidenschaft. Schließlich fand der kleine Geist sogar einen Seelenverwandten, gründete eine richtige Familie und begann einen neuen Job. Von Zeit zu Zeit schaut er die Früchte seiner Arbeit an. Eine davon ist diese kleine Geschichte. Aus jahrelanger Forschung wissen wir, dass wir starre Routinen, gedankliche Vorurteile und ein Muskelgedächtnis brauchen, um effektiv durchs Leben zu kommen. Wir wissen aber auch, dass wir, wenn wir unsere Leidenschaft finden wollen, uns verlieben und mit dem, was wir sind, Frieden schließen wollen, manchmal das Tempo drosseln und die Routinen durchbrechen müssen, die wir aufgebaut haben. Was ist mit dir? Hast du schon mal dein Leben verändert? Deine wahre Leidenschaft gefunden und dich in etwas oder jemanden verliebt? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten mit. Unsere kleinen Verstände freuen sich schon drauf, deine Geschichte zu lesen.